Ja, Juli, wollte noch eh einen neuen Somerson probieren. Melotrip, wollen wir den mal probieren? Ja, hab ich noch nicht geraucht. Oder ich weiß, naja, wohl. Warte mal, was haben wir noch? Doch, der Melotrip, der ist gut. Der braucht den Melotrip. Ja. Soll ich den Kopf bauen? Ja, wäre nicht schlecht. Ihr Tonkopf? Nein. KS Abo? Bist du blöd, Alter? Russischer Meerlochkopf? Nein. Funnel, oder? Ja, natürlich Funnel. Ja, okay, du weißt ganz genau, auf was ich rauche. Konzeptik? Nein. Ja, okay, Hugert schon 80 Feet geht immer. Nein, Mann, du weißt ganz genau, was ich zurzeit am liebsten rauche. Nein, ohne meinen bestimmten Kopf, den ich. Ach, meinst du den Oblaku M? Ja, du weißt doch ganz genau, ohne Oblaku raucht es und schmeckt es nicht. Wir haben keinen Oblaku hier. Warum haben wir keinen Oblaku hier? Ob der Oblaku einfach voll im Hype ist und man den nicht mehr kaufen kann? Wir werden noch einen Oblaku da haben. Nein, die kommen in Russland, holst du nicht nach? Nein! Wir haben doch genug andere gute Funnel. Ich will aber jetzt einen Oblaku, weil ohne Oblaku schmeckt es und raucht es nicht. Willst du jetzt sagen, mit einem anderen Kopf schmeckt es nicht, oder was? Nee. Sollen wir das alle wegschmeißen? Ja. Ja, dann schmeißen wir es halt weg. Meine Fresse, schmeiß uns halt weg! Ja, gut. Meine Fresse, wenn es nur mit Oblaku geht, ich raste gleich aus hier! Ja, so ja? Ist, das so hast du davon! Das so ist richtig! Das hast du davon, nur weil es Oblaku ist! Ja! Okay! Jetzt rauche ich keine Shisha, jetzt gehe ich heim! Tschüss! Yo, servus liebe Shisha-Freunde, willkommen zu einem neuen Video von einem Smokepass-Stream! Wunderschöne Grüße aus Oberfranken! Ihr habt ja gerade in unserem kleinen Intro schon gesehen, wir sind komplett ausgerastet, ich habe den Kopf kaputt gemacht, bitte an dieser Stelle keine Hates, das war einfach ein absoluter Billig-Tonkopf, auf den wir eh nie rauchen, die verschenkt man meistens oder schmeißen sie aber irgendein Paket mit rein, das sind die billigsten Köpfe, wobei jeder Shisha dabei sind. Der war sogar noch billiger. Der war sogar noch billiger, also die Löcher waren nicht wirklich gut gestochen. Das ist der Kopf, eigentlich kann man mit dem Kopf nichts anderes machen, außer ihn eigentlich kaputt machen, aber wie gesagt, wir mussten ihn einfach jetzt kaputt machen, weil ihr habt mitgekommen, es gibt einen riesen krassen Hype um diesen Oblaku M, ihr seht ihn ja ganz kurz jetzt mal gerade in der Nahaufnahme. Oder allgemein Oblaku kann man oder allgemein sagen, Oblaku, obwohl die L sind noch auf Vorrat, die M sind die, wo alle ausverkauft sind. Ich sehe mal kurz eine Detailaufnahme von dem Oblaku, den habe ich mir aus Russland mitgebracht, von der Hugo Club Show, also von der Messe in Russland. Den gab es dort, das ist so eine Special Edition, den habe ich noch nie geraucht, den werde ich nie rauchen. Der steht einfach oben bei mir in der Sammlung. Ich finde ihn einfach cool, weil den gab es wirklich nur in Russland. Ich habe es gerade auf Instagram schon aus Spaß in der Story gesagt, also wenn normale Oblaku M schon für 150 oder 60 Euro gehandelt werden, der hier ist eine Special Edition, den gibt es nur nicht so oft wie die anderen. Ab 200 Euro, könnt ihr ein Gebot unten in die Kommentare schreiben, also für 1000 Euro verkaufe ich eine Ausnahmsweise eigentlich ungern, aber für 1000, da geht's schon. Gerade so. Ich finde es einfach absolut krank, was zurzeit abgeht. Was für Preise für Oblakus geboten werden, hunderte von Euros, sogar 60 gebrauchte, Euro, sogar gebrauchte gehen für mehr weg, als was ein neuer kostet. Ich check's nicht. Ich meine, klar, Oblaku kommt gerade mit der Produktion nicht hinterher, weil niemand wusste, dass da so ein krasser Hype um Oblaku entsteht. Aber wartet doch einfach mal 2-3 Wochen, dann sind wieder welche auf Vorrat. Dann kaufen die ganzen deutschen Shops wie Elvano, Hooker Black, Shisha Dom, dann kaufen die Köpfe wieder und die sind aus Russland wieder da. Statt jetzt halt ihr 60 oder 80 oder 100 Euro für den Kopf auszugeben. Echt krass, ey. Ich meine, wartet halt noch 2-3 Wochen, dann sind schon wieder welche da. Die kommen halt nur gerade mit der Produktion hinterher. Aber wir wollen euch heute einfach Alternativen zum Oblaku geben, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, man kann heute zur Zeit wie im Intro. Man muss mit Oblaku rauchen, sonst schmeckt es nicht. Ja. Was absoluter Bullshit ist, es gibt noch viele andere gute Köpfe. Wir werden euch da heute ein paar Beispiele nennen und zeigen und auch sagen, was die kosten. Die sind alle so im gleichen Preisbereich zwischen 20 und 30 Euro. Und deswegen würde ich sagen, Juli, let's go. Genau, wir haben uns jetzt 5 Stück rausgesucht. Steht ja auch schon im Titel, die 5 besten Alternativen oder keine Ahnung was, um eben die Zeit zu überbrücken oder um euch ein paar Köpfe eben zu zeigen, die so von der Performance her, vom Tabakdepot ungefähr gleich sind. Auch vom Preis her haben wir geschaut, dass wir auf jeden Fall nahe dem Oblaku kommen. Oblaku kostet ja so zwischen 28 und 30 Euro sowas roundabout, also der Oblaku M. Oblaku M, aber wo kann man sowohl mit Smokebox rauchen, als auch mit Alufolie, deswegen ist er, denke ich, auch so begehrt, weil es halt ein sehr, sehr guter Allrounder ist. Ich persönlich rauche auch sehr, sehr gerne auf dem Oblaku. Er läuft wirklich sehr, sehr geschmeidig. Auch der Mono ist sehr geil aus Keramik, der ist auch sehr, sehr geil. Genau, aber wir haben uns gedacht, wir stellen euch jetzt mal 5 Köpfe ganz kurz vor, erzählen kurz was dazu. Und genau, würde ich sagen, fange ich gleich mal an mit dem Werkbund Zeus. Ihr seht es ganz kurz mal eingeblendet. Werkbund Zeus ist ein Kopf auch aus Ton. Kommt auch aus Russland, kostet 24,90 Euro, ist sogar ein Ticken günstiger wie der Oblaku eben. Von der Größe vom Depot her, also die Breite ist ungefähr gleich. Ihr habt nur einen Ticken, also er ist ein Ticken flacher. Heißt, ihr braucht nicht ganz so viel Tabak, könnt das Ganze aber auch mit Alufolie rauchen oder mit Smokebox. Sascha findet den Kopf sehr, sehr geil. Ja. Ich habe jetzt noch nicht allzu oft drauf geraucht, aber der Sascha hat gemeint, der muss auf jeden Fall in der Sammlung mit dabei sein. Auf jeden Fall. Und für 24,90 € könnt ihr da zum Beispiel mal bei Elvano schauen. Da könnt ihr das Ganze sehr, sehr günstig kaufen.
Genau, dann der Hooker John Dreamony ist von Durchmesser auch genauso wie der Oblaco. Kann man mit Smokebox rauchen, Tobi raucht zum Beispiel auch mit Alufolie, hat es auch wieder für beide Setups geeignet. Kostet 27,90 oder 27,99, also ungefähr 28 Euro, genauso viel wie der Oblaco. Beim Zeus ist das Tabakdepot ein bisschen flacher, hier ist es ein bisschen tiefer, also genau das Gegenteil. Hier passen vielleicht 5 Gramm Tabak mehr rein, hier passen halt 5 bis 10 Gramm weniger rein. Und es ist halt ein bisschen ein anderes Material, ist so ein Sandstein aus Amerika. Der speichert Hitze, finde ich, noch einen Ticken besser als Stein, aber ist genauso ein guter Kopf wie der Oblaco M. Ja. Dann kommen wir zu einem Kopf, auf den ich zum Beispiel sehr, sehr gerne rauche. Ich zwar mittlerweile auch, seitdem ich meinen weißen habe. Genau, die Alpaca Hua Chaya Balls, seht ihr auch mal ganz kurz eingeblendet. Ich habe den jetzt hier in der Farbe Tricolor, glaube ich, hat er geheißen. Gab es damals bei dem Somo Drop. Ist auch ein amerikanischer Funnel. Alpaca allgemein, die Marke, ist ein amerikanischer Funnel. Vom Material her ist es genau dasselbe wie beim Hooker John, auch ein Sandsteingemisch, also kein Ton. Vom Tabakdepot her kann ich sagen, ist er, glaube ich, ein Ticken breiter sogar wieder. Ne, ist sogar gleich. Ist sogar gleich und auch von der Füllmenge vielleicht ein Ticken größer. Ja. Aber ansonsten von der Verarbeitung her und so vom Handling her, vom Feeling her beim Rauchen, ist es auf jeden Fall ein bisschen. Ich rauche mit dem halt sehr, sehr gerne wegen hitzeempfindlichen Tabak, weil der Kopf schluckt extrem viel Hitze. Also man kann den safe auch mal mit 4 Kohlen rauchen. Ja. Der Kopf schluckt extrem viel Hitze, etwas mehr als der Oblaco. Ja, aber kann man sowohl, wie gesagt, als auch mit Alufolie, als auch mit HMD rauchen, deswegen auch eine sehr, sehr gute Alternative. Ja, genau, dann kommen wir zum Ocean Hooker 68. Was ich finde, der ist. Genau, was ich finde, der kommt am nächsten an Oblaco ran. Ist nämlich auch ein Ton, der aus Russland kommt. Ich glaube, Ocean lässt in Russland produzieren, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ich weiß gerade, wo sie genau produzieren lassen. Aber wirklich von der Tonart her kommt der wirklich sehr, sehr nah an Oblaco M ran. Auch die Größe ziemlich identisch. Füllmenge ist eigentlich auch, ja, würde ich sagen, identisch. Eigentlich also identisch, ja. Identisches Loch ist ein Ticken größer in der Mitte als vom Oblaco M. Und für 20 Euro bei Ocean ist das wirklich eine sehr, sehr gute Alternative. Ist aber derzeit ausverkauft. Ist derzeit, glaube ich, auch ausverkauft, zumindest bei Ocean. Bei anderen Shops weiß ich, ob es den noch gibt. Den gibt es auch in verschiedenen Farben, hier zum Beispiel mit echt 24 Karat Gold drinnen. Der kostet, glaube ich, 40, die kosten 20. Und ich muss auch sagen, das ist auch eine sehr, sehr geile Alternative. Lässt sich sehr gut mit Smokebox rauchen, als auch mit Alufolie. Dann kommen wir zum letzten, und zwar auch einen russischen Kopf. Wie ich schon gesagt habe, ich meine, Oblaco ist ein russischer Kopf, also kann man den sehr gut durch russische Köpfe ersetzen. Und zwar ist das die Japona Mummy Ball. Die ist wiederum eher so semi-gut für Alufolie geeignet, weil da hatten wir extra hier oben, ihr seht es gerade noch mal in der Aufnahme, hier oben hatten wir extra so ein Tabak-Depot bzw. so einen Rand, wo die Smokebox reinpasst. Dieser Kopf ist auch einfach wie für den Kalut Lotus 2 gemacht, also der ist irgendwie Chachapona, Mummy Ball und Lotus 2, die harmonieren ist einfach. Ist wie Pommes mit Ketchup. Genau, wie Pommes mit Ketchup, das geht einfach, es muss einfach und vom Tabak-Depot, vom Durchmesser, wenn man auch mal innen ranhält, ist er genauso groß, eben der Rand für die Smokebox ist noch da, die Luftschlitze sind drinnen für einen Durchzug und von der Füllmenge würde ich auch sagen, vielleicht passt ein Ticken weniger rein, aber ist auch ein sehr, sehr geiler Kopf für Smokebox und ja, auch aus Ton aus Russland, ich würde sagen, Hitzemanagement, Hitzeweiterleitung ist ziemlich identisch, allerdings der teuerste in unserer Reihe, denn dieser hier kostet 34,90 Euro, also 35 Euro. Ist aber halt auch ziemlich geil mit diesem Lederband, was hier rum ist, zum Anfassen, da wird es auf jeden Fall nicht heiß. Ist dann einfach Japona, ist auch noch schön verziert. Japona ist einfach eine Marke, die etwas teurer ist. Die Japona Pfeifen kosten ja auch 300, 400, 500 Euro. Ist dann einfach so, aber ich würde ihn auch nicht in meiner Sammlung missen wollen. Sehr, sehr geiler Kopf aus Russland. Genau, dann haben wir euch, glaube ich, ein paar Empfehlungen, ein paar Alternativen gezeigt, die ihr auf jeden Fall trostlos kaufen könnt. Wie gesagt, das sind jetzt so unsere Favorites, wo wir jetzt, ich habe Sascha das eigentlich ein spontanes Video, sag ich mal, wir haben jetzt einfach mal bei uns im Regal geschaut, welchen Kopf wir so eventuell mit Oblaco ein bisschen vergleichen können. Habt ihr jetzt eine Auflistung? Ich glaube, die meisten sind auf jeden Fall verfügbar, außer der Ocean 68. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Kann aber auch sein, dass es auf einer anderen Seite den auf jeden Fall zu kaufen gibt. Von Koloss gibt es auch noch einen sehr, sehr geilen Kopf. Ich zeige ihn euch nochmal kurz spontan. Ja, genau, ist mir gerade spontan noch eingefallen, weil ich gerade mit dem Koloss-Kopf auch, allerdings ein Mehrlochkopf. Gibt es auch noch einen sehr, sehr geilen Funnel. Kommt auch aus Russland, hat sehr, sehr geile Colorways. Mit diesen Farbkombinationen ist jetzt ja hier grün und gelb. Hier ist es eben weiß und blau und ein bisschen braun noch mit drinnen. Vom Durchmesser, ja, doch auch identisch, auch ziemlich gleich. Die sind eigentlich wirklich alle auf dem Lotus 1 Plus ausgelegt. Kann man auch mit Alufolie als auch mit Smokebox rauchen. Tabakdepot ziemlich gleich. Gibt es glasiert, gibt es unglasiert. Preis weiß ich auch nicht. Denke mal auch so an die 20 bis 25 Euro. Kommt auch aus Russland, ist russischer Ton.
Also würde ich sagen, kommt auch den Oblago sehr, sehr nah. Könnt ihr auch einfach mal eingeben. Koloss gibt es, glaube ich, einige Shops, die da welche zur Verfügung haben. Genau, dann denke ich, wie gesagt, haben wir euch ein paar Alternativen vorgestellt. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, mit was ihr eure Zeit so überbrückt, wenn es mal keinen Oblago gibt. Ne? Aber boah, wir haben schon zwei Stück zerstört, das darf man eigentlich in der jetzigen Zeit gar nicht sagen. Darf man gar nicht sagen. Wir haben schon zwei Stück kaputt gemacht, wir Vollidioten. Ja, so viel dazu, Freunde. Noch kurz am Schluss unsere Smokebuster Ultras, wie immer hier notiert. Vielen Dank an alle. Einmal der Max Beutelspacher, der Tobi Weigelt, der Timo Pitroff, der Trangi, der Luca Empedic, der Basser, Philipp Garfield, Elmer, die Kada, der Johnny, der Micha, der Fabrice und der Fabi Schütz. Vielen lieben Dank für eure Mitgliedschaft, Smokebuster Ultra. Wer es noch nicht abgecheckt hat, ihr könnt Mitglied auf unserem Kanal werden. Ich weiß gar nicht, ob der Livestream schon stattgefunden hat, wenn das Video online kommt, aber ich glaube noch nicht. Am Wochenende, also am Samstag, kommt ein Livestream, da gibt es was Schönes zu gewinnen, Freunde, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, denke ich, gibt es weiter nichts zu sagen, außer Shishas Knobby, Shishas Leidenschaft. In dem Sinne, macht's gut, haut rein und Servus.